Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based Podcast. Heute möchten wir uns über das Thema Metaverse unterhalten, etwas, was seit circa einem Jahr in aller Munde ist, vor allem seitdem Facebook zu Meta umbenannt wurde. Dafür habe ich mir zwei Leute rausgesucht, mit denen ich reden möchte, die sich schon länger damit beschäftigen. Zum einen mit dem stellvertretenden Direktor vom Landesmedienzentrum, Fabian Karg, und mit Stefanie Wössner, die Teamleader Innovation im Landesmedienzentrum ist. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ich muss sagen, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal für eine Podcast-Folge so viel recherchiert habe, aber das liegt auch daran, dass ich das Thema wirklich so interessant fand, als ich angefangen hatte, darüber zu lesen. Ich möchte jetzt für den Anfang erstmal eine Definition aufstellen. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr von dieser Definition haltet, denn es gibt sehr viele verschiedene Auslegungen davon, was das Metaverse ist. Das, was ich jetzt am plausibelsten fand, war, dass mit Metaverse ein kollektiver virtueller Raum gemeint ist, der den Lebensraum der Menschen erweitern soll. Das ist jetzt ein kurzer Satz, der sehr vielsagend sein kann. Wie würdet ihr denn das Metaverse beschreiben? Also ich glaube, man muss immer bedenken, mit welcher Zielgruppe man es zu tun hat, wenn man etwas definiert. Ich glaube, für viele Menschen würde es schon einfach reichen, wenn man sagt, das ist irgendwie der Nachfolger des Internets und es wird halt ein 3D-Internet, dass die physische und die virtuelle Welt irgendwie verschmilzt. Aber funktional gesehen kann man durchaus sagen, ja, das wird neue Begegnungsräume offenbaren, das wird neue Arbeits-, Lebensräume gestalten, das wird auch Erfahrungsräume öffnen und natürlich auch viele weitere Aspekte des Lebens berühren. Also es gibt auch zum Beispiel schon neue Geschäftsideen in der Death-Tech-Branche, wo man sagen kann, das Metaverse könnte auch ein neuer Erinnerungsraum werden in der Trauerkultur. Und im Prinzip gilt es auch für die Bildung, auch da wird es neue Räume geben. Aber ich glaube schon, dass die Definition, die du genannt hast, dass es ein kollektiv gestalteter virtueller Raum sein wird, ganz gut passt. Vor allem auch, weil eben die Gestaltung des Ganzen viel wichtiger ist, als das nur als einen Ort zu sehen, den andere für uns gestalten und den wir nur nutzen. Ich finde die Aussage sehr interessant. Ich habe ja auch in deinem Blog nachgelesen, Steffi. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Zahl, denn ich hatte jetzt länger kein Französisch mehr. Petit Prof 79, habe ich es richtig gesagt? Ja, richtig. Und zwar hast du da ja auch mehrere Artikel über das Metaverse geschrieben. Und da hast du ja auch gesagt, dass viele die Befürchtung haben, dass das jetzt so ein Facebook-Ding wird. Ich nenne es extra jetzt Facebook, damit es nicht von den Begrifflichkeiten zum Durcheinander kommt. Was sagst du denn zu diesen Ängsten oder diesen Befürchtungen, dass das jetzt so ein Ding wird, dass die großen Unternehmen unser ganzes digitales Leben einfach komplett beeinflussen werden? Also ich würde sagen, das ist eine Vermutung, die im Raum steht, beziehungsweise ein Vorwurf an Mark Zuckerberg, der nicht gerechtfertigt ist, wenn man ihm genau zuhört oder auch liest, was er schon geschrieben hat oder was in Artikeln steht, merkt man ganz stark, dass in seiner Brust wahrscheinlich zwei Herzen schlagen. Einmal wirklich die visionäre Ader, also ich halte diesen Mann durchaus für einen Visionär, der aber eben auch Verpflichtungen hat, Verantwortung für Angestellte. Er hat einen Aufsichtsrat, dem er Rechenschaft schuldig ist. Und im Prinzip, ich glaube, dass diese Diskussion, die er auch eher angestoßen hat im Sommer, schon bevor er seinen Konzern umbenannt hat, ein kleines bisschen in die falsche Richtung geht, weil eigentlich diese VR Lastigkeit von dem, was man ihm auch vorwirft, das ist nicht das Metaverse. Das Metaverse ist nicht nur in VR, das ist ein ganzes Spektrum von Internet, von mobilem Internet bis hin zu Virtual Reality Räumen und Gaming Welten. Aber ich glaube, dass Meta aktuell tatsächlich viel ausprobiert mit der Quest 2 vor allem. Also es gibt dort unterschiedliche VR-Experimente, aber die haben jetzt schon angekündigt, die Horizon Worlds soll auch auf Smartphone kommen. Das heißt, die werden schon die Interoperabilität mit berücksichtigen und die werden auch schauen, dass sie Kooperationen haben. Er hat auch ganz klar gesagt, er möchte das Metaverse nicht gestalten. Er möchte dabei mitwirken und dazu braucht es alle. Und das hat er in seinen ganzen Produkten aktuell schon ziemlich angestoßen. Nur möchte man ihm natürlich schon, glaube ich, einfach gerne sowas vorwerfen, weil halt Facebook als die Datenkrake verschrien ist, was aber momentan auch wieder leicht rückgängig gemacht wird, indem die Quest 2 bald, also ab August,
ohne einen Facebook-Account wieder betrieben werden kann. Also von daher würde ich das alles als relativ unbedenklich einschätzen. Lass ich einfach mal so stehen und komme nochmal kurz auf deine Aussage zurück mit dem kollektiven Raum. Ich glaube, die größten Probleme, die man beim Verständnis vom Metaverse hat, sind die, dass man versucht, das immer irgendwie greifbar zu machen. Da stoßen Steffi und ich immer wieder in Diskussionen, nicht mit uns untereinander, sondern mit anderen Menschen drauf. Menschen versuchen, dieses nicht greifbare Metaverse in einen Begriff zu packen, den man greifen kann. Und man macht es sich dadurch natürlich auch wieder einfach, wenn man sagt, okay, Metaverse ist was, was jetzt von Google entwickelt wird oder von Microsoft. Ich finde den Ansatz von Tencent relativ interessant. Tencent stecken auch hinter Fortnite beispielsweise. Die sind nicht mit dem Begriff Metaverse rangegangen, sondern mit Hyper Digital Reality. Und so muss man sich das eher vorstellen. Der Metaverse ist kein Raum, den man jetzt betritt, der dann einmalig von irgendwelchen großen Konzernen entwickelt wird. Was natürlich passieren wird, ist, dass große Konzerne die Technik zur Verfügung stellen. Und ich denke, wir werden dann dauerhaft sowas erleben, wie wir es früher kurzzeitig hatten. Gut, Nino, da bist du jetzt zum Glück für dich zu jung dafür, aber Steffi und ich haben mal mit Videokassetten angefangen, mit VHS und Betamax. Ja. Das waren von der Technologie her war es eigentlich das Gleiche. Man hat Kassetten gehabt und man hat Bilderaufnahmen gemacht, aber es gab verschiedene Techniken. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor, dass wir einen hyperdigitalen, realen Raum haben, der von verschiedenen Endgeräten aus betreten werden kann, wo natürlich dann große Player versuchen, ihre Ecken zu besetzen. Und natürlich werden Daten abgegriffen und natürlich wird damit versucht, jede Menge Geld zu machen. Aber ich glaube, dass der demokratische Ansatz, der jetzt beim Metaverse reinspielt, eine relativ große Chance bietet über DAOs beispielsweise, über den Zusammenschluss generell, über das dezentrale Web3, ist die Möglichkeit, demokratisch das Metaverse zu gestalten, nicht uneingeschränkt groß, aber sagen wir mal größer als bei dem Web 2.0, das wir jetzt so hatten, das so eine postdemokratische Angelegenheit bietet, wo aber eigentlich relativ viel eingeschränkt ist. Es sind sehr viele spannende Sachen, die da auf uns zukommen, habe ich das Gefühl. Und was mir tatsächlich geholfen hat, mir das ein bisschen besser vorstellen zu können, war, die Plattform Second Life auszuprobieren. Das ist ja was, was du, Steffi, auch schon seit mehreren Jahren, wenn nicht schon länger als 10 Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, machst. Ja, ich bin inzwischen seit 11 Jahren in Second Life. Ah ja. Genau, ich habe es jetzt zum ersten Mal ausprobiert gehabt, jetzt durch die Recherchen vom Podcast, und ich fand es sehr interessant. Ich habe mir dann meinen eigenen Avatar erstellt, habe dann das Tutorial durchgemacht und habe dann Leute von der ganzen Welt getroffen. Tatsächlich war das allererste, was passiert ist. Irgendjemand hat mich gefragt, ob ich digital in einer Beziehung mit dieser Person sein möchte. Das habe ich jetzt erstmal freundlich abgelehnt, weil ich nicht wusste, wie da die Dynamik ist. Aber ich fand es sehr cool. Ich war dann in einem nachgebauten London unterwegs mit meinem Avatar. Ich war dann auch auf einmal auf Ibiza auf einer Tanzfläche. Habe dann aber auch gesehen bei den Recherchen, dass zum Beispiel Unternehmen da eigene Grundstücke gekauft hatten und wohl früher da sehr viel Werbung gemacht haben. Wie genau war das damals zu der Hochzeit? Mittlerweile spielen es ja nicht mehr so viele Leute, aber gerade so in 2000ern war es ein größeres Ding. Ja, also es ist so, dass als das 2003 von Phil Rosedale gegründet wurde, hatte er einfach viel Geld, viel Zeit und eine Vision. Und der war damals, glaube ich, zu visionär für seine Zeit. Also Second Life war einfach der Welt weit voraus. Es gibt es tatsächlich heute noch. Also gerade ich kenne relativ viele Künstler, die dort noch aktiv sind. Auch aus Frankreich gibt es einen Künstler, der hat eine ganze Welt dort, macht dort einen Karneval in Nizza jedes Jahr und macht Ausstellungen. Und auch die Bildungscommunity ist dort extrem stark. Also das ist auch das, was mich dort gehalten hat. Aber ich glaube, was diese Faszination mit Second Life ausmacht, ist vor allem, dass das damals zwar nicht als Metaverse bezeichnet wurde, aber vieles, was heute mit diesem Begriff in Zusammenhang gebracht wird, war damals schon in Ansätzen vorhanden. Also wir hatten damals öffentliche Datenbanken, also das, was heute die Blockchain liefern soll. Es gab eine eigene Währung, die Linden-Dollars, mit denen man nicht nur Sachen kaufen konnte, sondern die man auch tatsächlich verdienen konnte für Dienstleistungen. Es gab Assets, Kleidung für Avatare, Häuser für Avatare, also alles, was in die NFT-Richtung heute gehen würde. Und es gab diese große Vision der Interoperabilität, die nie umgesetzt wurde, aber die war schon da damals.
Und zusätzlich gab es aber auch damals schon, das finde ich immer sehr interessant, Probleme mit sogenannten Griefern oder eben Trollen. Und die Community in Second Life hat gelernt, damit umzugehen. Die haben Lösungen gefunden, und zwar demokratische Lösungen. Also da kann man Leute rauskicken, man kann aber auch andere Methoden anwenden. Und was mich immer so fasziniert hat, war am Anfang schon, als ich mitbekommen habe, ja, so alle möglichen Banken und Universitäten machen da eine Niederlassung auf. Aber es haben ganz viele die auch wieder schnell geschlossen. Das war sehr, sehr interessant. Also die sind auf den Zug aufgesprungen, haben gemerkt, nee, es ist nichts. Und dann haben sie es halt wieder gelassen. Wenige sind tatsächlich noch präsent. Und was sich dann rauskristallisiert hat, war eben diese Community in verschiedenen Bereichen. Also ja, es gibt dort auch durchaus Menschen, die heiraten und Kinder bekommen, die dann aber eben auch diesen sozialen Charakter vor allem schätzen. Und es gibt eine Reihe an Menschen, die das Ganze auch künstlerisch und wissenschaftlich betrachten. Und einer dieser Menschen ist Bernhard Drax. Das ist ein, ich glaube, der kommt aus München, der hat lange in Amerika gelebt. Und er hat zum Beispiel Dokumentarfilme, kleine Dokumentarfilme über Menschen gemacht, die in Second Life unterwegs sind. Er hat sich jetzt auch noch auf andere Welten eingelassen, hat auch zur Pandemie einen Dokumentarfilm länger gemacht, bei dem es darum geht, wie wir in der pandemischen Zeit mit virtuellen Welten umgehen. Aber er hatte tatsächlich schon vor Jahren ein Beispiel, das mich sehr, sehr berührt hat, und zwar ein ehemaliger Filmemacher namens Bernhard Dörries, der aus Deutschland stammt. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, aber wenn, dann müsste der jetzt 95 sein. Der wurde porträtiert und es wurde halt gezeigt, wie man in einer virtuellen Welt ein bedeutsames Leben führen kann und wie real das sein kann, weil dieser Filmemacher war in der physischen Welt im Rollstuhl, der war auf Hilfe angewiesen von Pflegern. Und in Second Life konnte er wieder Filme drehen, er konnte aktiv sein, er hatte eine sehr junge Freundin. Und das hat mir einfach dann so gezeigt, dass da eben viel mehr dahinter steckt als nur eine, in Anführungszeichen, Spielewelt. Und das ist ja auch immer so das Problem, dass viele denken, ja, jede Spielewelt ist das Metaverse. Und ich glaube, Second Life hat es einfach sehr gut gezeigt. Es hat auch gezeigt, dass viele Firmen anfangs erstmal aufspringen und dann merken, es lohnt sich irgendwie nicht. Also wir haben das auch im Bildungsbereich ganz stark, dass aktuell viele auf diesen Metaverse-Bereich aufspringen und irgendwas verkaufen wollen. Wie sinnvoll das ist, das sei dahingestellt. Aber im Prinzip, das ist einfach nochmal das, was heute passiert, ist das, was bei Second Life schon mal der Fall war und was man einfach wieder vergessen hat oder vielleicht auch einfach nicht verfolgt hat in Deutschland. Ja, das Interessante ist ja trotzdem, dass obwohl die Pandemie stattgefunden hat und ja alle sehr viel zu Hause waren, dass die Nutzerzahlen trotzdem ja runtergegangen sind und dann nicht mehr Leute angefangen haben, ein Second Life zu führen, sage ich jetzt mal. Was ich dann auch in mehreren Artikeln gelesen hatte, war, dass ein moderneres Beispiel für das Metaverse Fortnite sein kann. Denn Fortnite hat wohl mehrere Komponenten aus dem Metaverse übernommen. Ich habe jetzt auch extra vor 3 Wochen wieder angefangen, Fortnite zu spielen, nach einer langen Zeit, um mir die Sachen nochmal anzugucken. Sachen, die da genannt werden, sind zum Beispiel, dass man Konzerte besuchen kann. Die Künstlerin Ariana Grande hat ein Konzert dort stattfinden lassen und man konnte es sich angucken. Es gibt sehr viele Figuren aus der Popkultur, wie zum Beispiel Captain America oder Batman, die man als Figur spielen kann, beziehungsweise gegen die man auch teilweise in Fortnite kämpfen muss. Fabian, du bist ja viel mehr drin in Fortnite als ich. Was denkst du zu diesem, ja, zu dieser Metaverse-Idee von oder diese Metaverse-Komponenten in Fortnite? Ja, du hast gerade ganz gut nochmal korrigiert. Metaverse-Komponenten gibt es auf jeden Fall in Fortnite. Was Fortnite nämlich nicht ist, ist tatsächlich das Metaverse. Um Fortnite zu einem vollwertigen Metaverse machen zu können, bräuchte man quasi eine Öffnung dieser Plattform. Also das ist genau das, was Fortnite eigentlich fehlt. Ansonsten haben wir viel, was dieses Kollektive betrifft. Fortnite hat ganz viel richtig gemacht. Jetzt vielleicht nicht aus pädagogischer Sicht, aber aus marktwirtschaftlicher Sicht. Die haben Also erstmal haben sie es so clever gemacht, wie es damals schon bei Valve war. Valve hat aus Counter-Strike raus den Steam Store ins Leben gerufen. Das hat Fortnite natürlich dann auch mit seinem Epic Store gemacht. Die haben direkt auch einen Store angehängt, wo Menschen sich dann auch nochmal aufhalten können und Dinge dann nochmal vertiefen können. Was Fortnite so einmalig macht, ist diese Kombination der sozialen Komponenten und der
der kreativen Möglichkeiten innerhalb des Spiels. Bedeutet soziale Komponenten, man kann wunderbar dort drüber in Kontakt bleiben. Man braucht nicht wie früher nochmal eine extra Kommunikationsplattform. Ich sehe genau, welche meiner Freunde online sind, kann relativ leicht mit verschiedenen Chatmöglichkeiten oder halt also Sprachchatmöglichkeiten mit ihnen in Kontakt treten, in eigenen Gruppen oder in eigenen Kollektiven, sage ich mal noch so, was dort relativ einfach gestaltet ist. Und natürlich hat die Pandemie dem Ganzen auch nochmal Schwung mitgebracht, weil die Leute zu Hause saßen und versucht haben, sich dann untereinander zu verständigen. Man kann allerlei Spiele miteinander spielen. Das ist der große Vorteil. In Fortnite fühlt man sich immer zu Hause. So ein bisschen, IKEA hat auch so ein bisschen eine Metaverse-Komponente. Ne? Wenn man zum IKEA geht, dann kennt man sich irgendwie schon so ein bisschen aus, weil jeder so vielleicht den einen oder anderen Einrichtungsgegenstand hat. Und eigentlich sind es ja auch sind Avatare, die durch eine virtuelle Welt laufen und sich vielleicht so ein Bett legen können. Und so ähnlich ist auch Fortnite. Man kennt sich so ein bisschen aus, es bleibt doch immer so ein bisschen gleich. Dann wird es aber regelmäßig wieder verändert. Die Leute werden immer so am Ball gehalten. Es kommen immer wieder neue Seasons bei Fortnite, die aber nicht so viel Veränderung bringen, dass man sich dort nicht mehr auskennt. Man spielt es gemeinsam. Und ganz wichtig, man kann seinen Avatar natürlich gestalten. Das spielt eine ganz große Rolle. Und man kann natürlich dann auch, deswegen habe ich gesagt, vorhin marktwirtschaftliche Sicht, jede Menge Geld dafür loswerden, weil diese Veränderungen beim Avatar keine spielerischen Vorteile bringen, sondern nur kosmetische Unterschiede dann eben hervorrufen. Da wollte gerade sagen, Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene wie Lino und ich, bleiben natürlich dann auch ganz gern hängen und probieren verschiedene Skins durch, verschiedene Tänze im Emotes und statten den Charakter natürlich dann relativ individuell aus. Und wie du es auch vorhin schon angedeutet hast, die popkulturellen Ebenen verschmilzen dort eigentlich ganz gut. Marshmello war der Erste, der ein Ingame-Konzert gegeben hat. Man weiß nicht so genau, wie viel es waren, aber man muss sich mal kurz die Größenverhältnisse vorstellen. World of Warcraft hatte in Hochzeiten 12 Millionen zahlende Abonnenten. Und beim Konzert von Marshmello waren damals, man weiß nicht genau, wird geschätzt zwischen 12 und 14 Millionen Menschen zeitgleich online, um dieses Konzert anzuhören. Das ist sowas, wo man natürlich sagen kann, verstehe ich gar nicht, warum sitzt man zu Hause und guckt sich dieses virtuelle Konzert an, weil es nichts anderes ist als das Fernsehen. Für Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit, an popkulturellen Ereignissen teilzunehmen. Und das ist einfach eine Möglichkeit von vielen. Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, virtuelle Konzerte werden echte ersetzen, auf keinen Fall. Zumindest nicht in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, je nachdem, was die Hitzenwellen noch aus unseren Konzertbesuchen machen. Aber tatsächlich werden virtuelle Konzerte in Fortnite echte nicht ersetzen, aber sie werden, also wie ich immer sage, es gibt Computerspiele und es gibt Bücher und beides existiert nebeneinander her. So werden virtuelle Konzerte definitiv neben analogen Konzerten, also neben Konzerten, die man in der realen Welt besucht, werden die nebeneinander her existieren. Vor allem interessant war ja damals auch das Echo. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Marshmello war. Ich weiß, als Ariana Grande das Konzert gehalten hat, also Instagram war voll geflutet mit Bildern und Videos, wo Leute sich extra den Skin geholt hatten, was auch sehr lustig aussah, als Ariana Grande mit diesem riesigen Pferdeschwanz irgendwie dann durch die Gegend zu laufen und zu shooten. Und war dann auf jeden Fall sehr interessant, hat gezeigt, dass das auch sehr gut angekommen ist. Ja, und auch gerade diese Verbindung von allem, also wie du es gerade sagst, ich bin der Held meines Sohnes, weil ich den OG Marshmallow Skin vom echten Konzert habe. Ja. Da kann man natürlich auch nochmal zeigen, was man da hat, so ein bisschen albern, ja, so wie die Nike-Schuhe auf dem Schulhof. Aber wie du es gerade angedeutet hast, also da greifen viele Ebenen zusammen. Dann wird das Konzert, also man kann das Konzert natürlich dann direkt über die Fortnite-Plattform besuchen. Wenn da aber dann voll sein sollte, weil die Server belastet sind, kann man noch seinem Lieblings-YouTuber zuschauen, wie der halt gerade in diesem Konzert dann drin ist. Also und das natürlich auch wiederum gemeinsam erleben. Ich weiß, als Travis Scott aufgetreten ist, das war relativ spät abends, da waren die Server, glaube ich, überfüllt. Und dann saßen mein Sohn und ich, haben uns dann die Live-Übertragung bei seinem Lieblings-YouTuber angeguckt. Und dann kommt man ins Gespräch und redet über den YouTuber wiederum, der dann auch wiederum das Konzert kommentiert. Und dann erlebe ich das auch, dann steht meine Frau neben dran, schüttelt den Kopf, aber dann spricht man so drüber und versucht das Ganze näher zu bringen. Und es klappt gut. Also man muss sich damit mal auseinandersetzen und sich darauf einlassen, auf die neue Art der Unterhaltung. Und dann kann man tatsächlich dahinter steigen, wo der Reiz dann auch ist, und entdeckt den auch selber für sich. Was ich auch sehr interessant fand, waren die Möglichkeiten für den Arbeitsmarkt.
Und das ist vielleicht ganz cool, mit dem stellvertretenden Direktor vom Landesmedienzentrum darüber zu reden, was du darüber denkst, dass wir in Zukunft vielleicht so arbeiten könnten. Ich habe nämlich mit der Oculus verschiedene Apps oder Programme ausprobiert, um in virtueller Realität eine Konferenz mit anderen abzuhalten. Da ich leider niemanden kenne, der das sonst auch macht, habe ich das, so wie Steffi gesagt hat, was ja auch die Idee vom Metaverse ist. Ich war in VR dabei und ein Studi, dem ich meinen Laptop in die Hand gedrückt habe, hat über den Laptop daran teilgenommen. Und ich fand, das hat überraschend gut dafür funktioniert, dafür, dass wir noch relativ am Anfang sind, was das angeht. Was denkt ihr, welche Möglichkeiten bietet das? Beziehungsweise, wie wird sich unser Arbeitsleben nochmal verändern? Wir haben jetzt gesehen, was Corona draus gemacht hat. Was wird das Metaverse daraus machen? Also ich glaube, dass das ein Aspekt ist, der einfach noch weiter voranschreiten wird und ins Arbeitsleben noch mehr Einzug halten wird. Ich meine, was du jetzt schon erlebst, ist ja so dieser Shift in Richtung mobiles Arbeiten. Meine Frau beginnt jetzt am 1.8. ihren Job in Berlin. Ja, das ist das erste Mal, dass dieser Konzern dort, bei dem sie anfängt, einen komplett Remote-Job dort ermöglicht. Sie wird natürlich über Teams-Konferenzen jetzt daran teilnehmen, aber ich glaube, dass der Trend weitergeht, dass Leute aus anderen Bereichen eingestellt werden, also aus anderen regionalen Bereichen eingestellt werden und dann irgendwann diese Teams-Konferenz den Leuten vielleicht einfach nicht mehr ausreicht, sondern man möchte sich eben dann noch sozial dann betätigen. Und das ist in einem virtuellen Raum. Steffi wird sicherlich gleich noch was dazu sagen. Bei Second Life hat man sowas ja auch schon eigentlich erlebt. Das ist in einem virtuellen Raum dann sicherlich noch mal netter, als wenn man sich nur bei Teams gegenüber sitzt. Ja. Vor allem, wenn man dann noch mal an die Techniken denkt, weiß nicht, wer jetzt Ready Player One gesehen hat, wenn man sich überlegt, man könnte sich tatsächlich noch nebenher bewegen. Weil hier sitze ich in Teams-Konferenzen, sitze immer vor der Kamera, muss immer den gleichen Blick haben. Und wenn man es tatsächlich noch schaffen könnte, mit der Brille im Haus sich so ein bisschen zumindest zu bewegen, wäre das sicherlich eine tolle Angelegenheit. Also für uns ist es ein Bereich, den ich auf jeden Fall mitnehme. Wir haben jetzt heute Morgen gerade über virtuelle Ausstellungen diskutiert, dass wir unser Bildarchiv in die virtuelle Realität bringen möchten, dass man eben auch das schafft, das Bildarchiv anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja so genau auch das, wo man hin möchte, dass man unabhängig von Ort und manchmal auch Zeit, weil man vielleicht auch dann dort Aufnahmen tätigen kann, aber dieses ortsunabhängige Arbeiten und miteinander kommunizieren natürlich dann schon das Ganze erleichtern. Noch natürlich eine Einschränkung, es wird auch das menschliche Miteinander nicht ersetzen. Steffi ist da so ein bisschen extrem als ich, das wird sie uns gleich nochmal sagen, da bin ich auch total gespannt drauf, aber man braucht da alles. Also es wird nicht so sein, dass jeder nur noch von zu Hause arbeitet. Man braucht sicherlich noch einen Ort, wo man also menschlich tatsächlich physisch sich näher kommt und mal einen Kaffee miteinander trinkt, aber also mit Steffi bin ich mehr virtuell in Kontakt, sei es jetzt über meinen Test in der virtuellen Welt mit ihrem Avatar oder über Teams als tatsächlich ja in der Realität. Ja, also ich glaube, es ist auch ein Entwicklungsprozess, den wir noch durchmachen müssen. Also aktuell, wenn man so anguckt, also ich habe auch schon sehr viele Meeting-Tools angeguckt und gerade im Bildungsbereich ist das dann so, wir bilden mal einen Hörsaal ab und das braucht halt keiner. Also das ist wirklich was, das braucht keiner. Wenn wir einfach nur einen Vortrag hören wollen, dann können wir eine Teams-Konferenz oder Webex, Zoom, was auch immer machen. Ich glaube, das wird da interessant, wo uns diese Räume mehr geben als nur einen flachen Bildschirm. Und das wird teilweise auch eine individuelle Einstellung sein und ja, wie man das aufnimmt und wie man das auch wahrnimmt. Weil ich muss für mich sagen, also ich bin unter anderem auch schon in Altspace VR gewesen, um einen Vortrag zu halten. Und da gibt es eine Community, die Educator Community, die relativ stark um VR sich betätigt. Und da ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass es einen Unterschied macht, ob ich am Bildschirm an diesem Ding teilnehme, ob mein Avatar mir ähnlich sieht, ob ich diese in Anführungszeichen Nähe, die physische Nähe spüre. Also ich bin ein Mensch, ich lege sehr viel Wert zum Beispiel drauf, dass mein Avatar mir ähnlich sieht. Ich habe meinen Test nach einem Avatar machen lassen, der mir ähnlich sieht. Für Fabian haben wir auch einen machen lassen. Ich habe einen Avatar malen lassen für meinen Blog. Ich habe in verschiedenen Programmen, unter anderem in Second Life, tatsächlich auch Avatar, die sogar fast also fotorealistisch sind, beziehungsweise die aus Fotos erstellt wurden, einfach weil ich mich nicht wohlfühle sonst.
Und ich habe dann auch gemerkt, dass wenn ich in solchen Welten unterwegs bin, sei es mit VR-Brille, sei es ohne, für mich ist das eine Art von Nähe und mir fehlt auch nichts, wenn ich das mache, gegenüber, ich treffe mich, ich sitze im Büro. Also es ist auch immer die Frage, wie produktiv solche physischen Treffen gegenüber virtuellen sind. Und ich glaube, das ist einfach so ein Entwicklungsprozess der Menschheit. Wir müssen das auf jeden Fall durchmachen. Wir müssen auch mit bestimmten Herausforderungen lernen, umzugehen. Also da hat Meta zum Beispiel schon Erfahrungen gesammelt, was zum Beispiel Belästigung angeht. Da gab es, die haben Horizon Worlds geöffnet in Amerika und in Kanada und schon gab es den ersten Bericht, da wurde jemand sexuell belästigt. Und die haben relativ schnell reagiert, weil das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Das gab es in Second Life schon. Da wurden auch Lösungen gefunden. Und in dem Fall haben sie jetzt einfach gesagt, sie machen so eine Privacy Bubble um den Avatar. Die kann man einschalten, die kann man ausschalten, die kann man auch von der Größe her bestimmen. Und damit ist das Problem mehr oder weniger zumindest gelöst. Das ähnelt auch der physischen Welt durchaus, weil ich auch so Mechanismen habe, um Menschen ein bisschen von mir fernzuhalten. Und das ist einfach was, das muss man lernen. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die muss die Gesellschaft lernen. Die müssen auch Jugendliche und Kinder lernen, damit einfach umzugehen und zu sehen, wo lohnt es sich, in diesen anderen Erfahrungsraum zu gehen, wo brauche ich das nicht. Und vor allem ganz, ganz wichtig, wir müssen alle lernen, dass man nicht einfach etwas Physisches abbildet in der virtuellen Welt, weil wir brauchen keinen digitalen Klon der Welt. Wir brauchen neue Praktiken und dadurch wird sich, glaube ich, auch die Arbeitswelt durchaus verändern. Einfach nur, weil wir haben zum einen die Möglichkeit, durch solche Begegnungsräume zum einen viel mehr inklusiv zu arbeiten, also weil es einfach Unterstützungsmethoden gibt für Menschen, die zum Beispiel schlecht sehen oder schlecht hören. Und zusätzlich ist es ja auch so, wir können uns da in Nischen aufhalten, die wir früher vielleicht einfach nicht hatten. Also wenn ich unterwegs bin in virtuellen Welten und ich treffe da Leute, die haben meine Interessen, dann ist das für mich viel, viel angenehmer, als wenn ich hier bei mir, ich wohne in einem kleinen Ort zwischen Stuttgart und dem Bodensee, wenn ich hier vor die Tür gehe, da finde ich keinen, der meine Interessen hat, da bin ich eher wahrscheinlich die Verrückte. Und das ist einfach auch sowas, wo man dann sagen kann, da kann die Weltengemeinschaft zusammenwachsen. Und kann sich einfach auch damit befassen, Probleme und Herausforderungen gemeinsam zu lösen. Ich bin Fremdsprachenlehrerin eigentlich, das heißt, war ich früher für viele, viele Jahre. Und ich muss sagen, da merkt man dann auch wieder, dass zum Beispiel Fremdsprachen wieder wichtiger werden. Ganz sicher, weil man sich einfach nicht anders unterhalten kann. Also das wird uns nie eine KI abnehmen, irgendwelche Sachen wirklich verständlich auszudrücken, weil Sprache ist mehr als nur ein Wort. Da schwingt so viel mit, was eine KI nie übersetzen kann. Deswegen müssen wir auch wieder Fremdsprachen lernen. Und ich glaube, das ist so ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess. Also das Web 1 hat sich zum Web 2 weiterentwickelt, wird sich zum Web 3 weiterentwickeln. Und genauso wird sich das Metaverse dann im Endeffekt immer mehr weiterentwickeln. Und wir werden, glaube ich, auch ganz, ganz viele Bereiche haben, wo man dann plötzlich merkt, die überschneiden sich. Also wenn man gerade anguckt, es geht ja nicht nur um Gaming-Welten, es geht ja auch um Game Engines teilweise. Und die können uns einen ganz anderen Zugang geben zu diesen Welten und auch zum Internet im Prinzip. Und wenn man guckt, was heute in der Autoindustrie zum Beispiel passiert, der neue Hammer, der elektrische Hammer ist das, glaube ich, der scannt die Umwelt und erstellt einen digitalen Klon in diesem Benutzerinterface vom Auto, um mit der Umwelt zu interagieren. Und das sind einfach Dinge, das ist ja das, was man als exponentielle Zukunft auch bezeichnet. Die Sachen entwickeln sich nicht linear. Die entwickeln sich enorm viel schneller, wenn sie sich überkreuzen. Und es ist ein exponentielles Wachstum. Was das ist, das wissen wir alle seit Corona. Und im Prinzip ist es einfach so, das wird sich weiterentwickeln und wir werden auch lernen, damit leben zu können. Du hast sehr viele interessante Aspekte angesprochen. Was ich jetzt auch interessant fand, war, dass du ja gesagt hast, dass man sich mit Leuten dann connecten kann, die die gleichen Interessen wie einen man selber hat. Was man jetzt auch oft in sozialen Medien macht, da hat man dann wiederum das Problem, dass ich immer in meiner Bubble nur unterwegs bin und gar nicht mehr mit anderen kommuniziere, die vielleicht eine andere Meinung haben.
Ebenfalls der Aspekt der mit der Belästigung. Digitale Belästigung ist wahrscheinlich etwas, worüber viele noch nie nachgedacht haben und wie man das einzuordnen hat. Was denkt ihr, welche pädagogischen Herausforderungen da auf uns zukommen? Denn ich bilde jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr Lehrkräfte weiter fürs Landesmedienzentrum und da wird auch probiert, ja, so ein bisschen die Hürden abzubauen, was das Digitale angeht. Wenn diese Entwicklung immer schneller wird, kommen ja aber auch immer wieder immer mehr unbekannte Sachen auf uns zu. Welche pädagogischen Sachen müssen zum Beispiel an die Schule gebracht werden? Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich bin der Meinung, dass sich das komplette System komplett verändern muss. Vielleicht, Also meine. Steffi, vielleicht steige ich an der Stelle kurz ein und dann kommst du mit deinen extremen Alles klar. Aussagen wieder hinten dran. Ja. Also was wir auf jeden Fall brauchen, sind stellenweise neue Arbeitsweisen, neue Inhalte, bevor dann die Steffi kommt und das komplette System resettet und von vorne beginnt. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen oldschool vom alten System noch aus, bevor dann die Teamleitung Innovation kommt und alles platt macht. Was dringend in die Schulen muss, erlebe ich jetzt auch selber wieder in Workshops mit Lehrkräften oder auch mit Schülern, ist die Sache, wie funktioniert ein Algorithmus und wie funktionieren die Methoden, die hinter TikTok und sowas stecken. Ich glaube, dieser Aufschrei mit Filterblase und Echokammer und sowas, das ist ja nichts, was es in der analogen Welt nicht gab. Und das wird irgendwie oft falsch verstanden. Hieß, oh Gott, jetzt kommt Twitter, jetzt bewegt man sich in der Filterblase. In der Filterblase war man vorher schon, in seinem Dorf, in seinem Freundeskreis, im Kirchenchor, egal wo man sich bewegt, ist man auch schon in seiner Filterblase und in der Echokammer, außer vielleicht in der eigenen Familie. Da gibt es dann eher mal vielleicht die größeren Diskussionen. Insofern ist es nichts, was jetzt total neu ist für die Welt. Es ist eher wichtig zu verstehen, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, für Lehrkräfte wie für Schülerinnen und Schüler. Also was genau macht denn jetzt der TikTok-Algorithmus? Wie kommen jetzt die Inhalte auf meine Timeline? Was genau macht der YouTube-Algorithmus? Wie funktioniert der Google-Algorithmus? Wir werden es nicht mehr verhindern können, dass kuratiert wird, aber dieses Verständnis darüber, wie kuratiert wird, das muss ganz dringend in die Schulen getragen werden. Und da muss man auch mit den Plattformen dementsprechend umgehen. Also oldschool gedacht, die Plattformen, die sozialen Plattformen, die digitalen Lebenswelten müssen Gegenstand des Lernens in der Schule sein. Das ist so ein bisschen mein Aufruf, wie gesagt, bevor gleich dann nochmal die Steffi kommt und das Ganze komplett zerruft. Aber da muss drüber gesprochen werden und da muss ein Verständnis da sein, dass da eben kein Mensch sitzt, der für uns nicht die Videos raussucht, sondern dass es eben, wie gesagt, der Algorithmus tut, der die Menschen beeinflusst. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel war dieser Aufschrei. Da gab es einen Artikel auch in Guardian drüber. Ich glaube, es war 2018 oder 2017. Und das wurde in der Schule leider nie wirklich groß thematisiert, aber das ist für mich ein extrem gutes Beispiel, wie man damit umgehen müsste und was man zum Gegenstand machen müsste. Und zwar hat The Guardian einen Artikel darüber geschrieben, was passiert, wenn man bei Google unprofessional haircut eingibt. Ja, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, und dann sind hauptsächlich Bilder von dunkelhäutigen Frauen aufgetaucht. Im Gegensatz dazu, Professional Haircut, dann sind hauptsächlich Bilder von weißen Männern eben aufgetaucht. Und dann ging es die große Diskussion los, sind jetzt Algorithmen rassistisch? Und das hat mir gezeigt, wie viel Unwissen da einfach noch vorhanden ist. Ja, sondern wir füttern die Algorithmen mit Daten. Das ist die Datengrundlage, die unser Leben zur Verfügung stellt. Und von dem Beispiel ausgehend sollte man Kinder, Jugendliche und vor allem auch Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter dementsprechend schulen. Aber jetzt kommt die Steffi und reißt das ganze System. Die Revolution. Genau. Ja, also nee, was du gesagt hast, das stimmt auch alles absolut. Im Prinzip, das Lernen muss sich verändern und zwar an der Gesellschaft ausgerichtet. Und das ist das große Problem, beziehungsweise der große Schritt, der uns irgendwann definitiv auch bevorstehen wird. Wir haben jetzt ja gesehen, wo die problematischen Stellen im Schulsystem sind. Irgendwann wird auch die Lehre daraus gezogen, dass man vielleicht dann das System mal in Frage stellen sollte. Aber im Prinzip ist es ja so, wir haben aktuell ein System, das sich an der Kultur und an den Voraussetzungen des letzten Jahrtausends orientiert. Und es gibt so viele Dinge, die Welt hat sich so stark weiterentwickelt und alle gehen davon aus, wir haben Digital Natives, die können alles, die wissen alles, denen muss man nichts beibringen. Und das, also Digital Natives sind Mythos.
wäre das kein Mythos, dann könnte ich auch eine Waschmaschine bedienen. Ich bin mit Waschmaschinen und Geschirrspülern und so weiter aufgewachsen. Aber was passiert, wenn ich irgendwas waschen will? Dann rufe ich meine Mutter an und frage, wie ich es waschen soll. Das ist ein sehr gutes Beispiel, da habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, also im Prinzip, das ist mit allem. Wir sind mit so vielen Dingen aufgewachsen oder auch mit Autos. Ich habe ein Auto, ich könnte nicht das Auto reparieren, nur weil ich es halt fahren kann. Und das sind alles so Dinge, wo man einfach dann weiterdenken muss. Und aktuell sind wir in so einer Zeit, wo wir versuchen, mit Technologie diese Probleme zu lösen. Also das heißt dann, der Lernertrag oder die Noten werden besser, wenn man Tablets einsetzt. Das sind so seltsame Aussagen, die man dann immer mal wieder aus Studien kriegt oder die als Rechtfertigung dafür genommen werden, warum man Tablets einsetzen sollte. Und ich glaube halt, das Lernen sollte sich so verändern, dass wir das an der Gesellschaft und vor allem an der Zukunft ausrichten. Und das würde für mich bedeuten, dass es nicht mehr um Inhalte geht in diesem System, sondern um Kompetenzen. Dazu gehört das Wissen um bestimmte Dinge. Dazu gehören Werte. Dazu gehören Skills, also das Wissen darum, wie man etwas tut. Und die Schule kann einen Raum bieten, aber nicht in einem Klassenzimmer, sondern irgendwie auch außerhalb des Schulgebäudes, um diese ganzen Sachen anzuwenden mit Blick auf die Zukunft. Also zum Beispiel ein Nachhaltigkeitsprojekt in, sagen wir, Mindtest, also mit unserer Plattform Blockelot oder so. Man kann es dort ausprobieren, man kann sich da reinversetzen, sich mit allem identifizieren, aber das ist einfach dann transferierbar. Und das Wichtige ist eben nicht das, was in der Schule passiert, sondern dass die Kinder und Jugendlichen dann handlungsfähig sind in der Zukunft. Und ich glaube, das ist etwas, was momentan noch nicht ganz so verstanden wurde, dass es um die Zukunft geht. Also die werden unsere Zukunft auch mitgestalten. Deswegen habe ich als Lehrerin immer gesagt, ich möchte mich damit wohlfühlen, wie die das machen und bemühe mich auch, dass die alles lernen, was sie brauchen dazu. Aber es ist auch einfach so, wir haben so viele Probleme aktuell, die wir mit vergangenem Wissen offenbar nicht lösen können, sonst wären sie gelöst. Das heißt, wir brauchen neues Wissen. Das neue Wissen können die Kinder nicht erwerben bzw. erschaffen, indem sie altes Wissen auswendig lernen, sondern sie müssen sich mit Problemen auseinandersetzen, müssen versuchen, Lösungen zu finden und so lernen, flexibel auch auf die Zukunft zu reagieren, weil die Zukunft ist nicht nur ungewiss, die ist noch viel mehr. Also es gibt ganz viele Attribute, die man der Zukunft zuschreiben kann. Und das Problem ist einfach, wir wissen ja nicht, was kommt. Wir können einzig und allein uns mit den aktuellen Gegebenheiten auseinandersetzen und uns überlegen, wie könnte es weitergehen. Und dann entstehen bevorzugte Zukünfte im Plural. Es kommen dabei auch natürlich mögliche oder wahrscheinliche Zukünfte raus. Und dann muss man halt entscheiden, was möchte man und wofür möchte man sich einsetzen. Und das sind einfach so Dinge, die, also in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ein bisschen untergehen oder vielleicht noch nicht erkannt wurden. Also wenn man nach Amerika guckt, da gibt es ein Institute for the Future schon jahrelang. Die machen ganz tolle Sachen in diese Richtung und helfen eben dabei, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Und hätten wir das früher gemacht, dann hätten wir nicht diese Überraschung verspürt, als die Pandemie kam, als die Überschwemmungen kamen, als der Krieg in der Ukraine angefangen hat. Wir wurden von allem überrollt, weil wir irgendwie dachten, das passiert eh nie. Und wenn man anguckt, also um auch auf Games ein bisschen zu sprechen zu kommen, Jane McGonagall, die ja für Game-Based Learning und für Games allgemein so ein wichtiger Name ist, die arbeitet für dieses Institute for the Future im Gaming-Bereich. Und sie hat vor über 10 Jahren ein Alternate Reality Game entworfen, bei dem es unter anderem darum ging, hey, hier kommt eine Pandemie. Und wie geht ihr damit um? Wie reagiert ihr? Und es wurde dann tatsächlich umgesetzt. Es waren ganz tolle Ergebnisse. Und sie hatte im Prinzip Covid schon fast vorausgesagt. Und sie hat auch gemeint danach, also ich habe noch ein paar Interviews dann gelesen, im letzten Jahr circa, wo sie immer wieder gesagt hat, ja, sie hat dann wieder mit Menschen Kontakt aufgenommen, beziehungsweise die haben mit ihr Kontakt aufgenommen, die an diesem Spiel teilgenommen haben und die gesagt haben, sie haben einfach Mechanismen kennengelernt, um mit sowas umzugehen durch dieses Spiel. Und ich fand das total beeindruckend und ich glaube, das ist das halt, was auch unsere Bildung bräuchte, weil sonst kommen wir nicht weit. Und dazu bedarf es aber halt schon, wie Fabian vorhin angekündigt hat, eine Systemveränderung, weil wir aktuell halt eine Prüfungskultur haben, die auf konforme
Lernende aus ist, die halt irgendwie am Ende von diesem System rauskommen, und es entspricht einfach nicht mehr der Zeit. Stefanie, du hast mir gerade richtig aus der Seele gesprochen in den letzten 5 Minuten. Kann ich ja sehr zustimmen. Gibt es denn schon, also es wird ja noch eine Weile dauern, bis das Metaverse jetzt in der Vision online gehen wird, sage ich jetzt mal. Gibt es denn irgendwelche Ansätze, wie jetzt wir als Landesmedienzentrum uns schon damit beschäftigen oder irgendwie, ich sage jetzt mal, Vorbereitungen treffen? Ja, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Wir sind jetzt dabei, virtuelle Ausstellungen für unser Bildarchiv zu erstellen. Das ist schon natürlich der erste Schritt. Wir versuchen das einmal so mit klassischer virtueller Museumssoftware. Auf der anderen Seite experimentieren wir auch so ein bisschen mit Galerien, die sich auf diversen Blockchains befinden, und versuchen da so ein bisschen uns in die Materie einzuarbeiten. Mir schwebt immer noch vor, dass wir unser Bildarchiv auf die Blockchain bringen und dann uns einfach mal mit den Technologien auseinandersetzen. Über Blockchain haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Manche sagen, Blockchain ist ein notwendiger Bestandteil des Metaverses. Manche sagen, es ist ein nice to have. Deswegen will ich da gar nicht weiter jetzt einsteigen. Aber das ist so ein bisschen meine Richtung, in der ich mich damit auseinandersetze. Und natürlich Spielewelten auf jeden Fall. Also da haben viele Spielewelten haben sehr viele Metaverse-Ansätze. Und ich denke, da ist die beste Vorbereitung, einfach mit Lernbegleiterinnen und Lernbegleitern über die Spielewelten zu sprechen, weil meiner Ansicht nach wird die Technologie, Steffi mag das vielleicht anders sehen, meiner Ansicht nach wird die Technologie übers Gaming den Durchbruch erzielen. Insofern ist es eher so gerade so die Mission, die Menschen mit zum Thema Gaming zu bringen. Weil wer Gaming versteht, also wer damals Ultima Online verstanden hat oder Guild Wars oder Rune Wars, der versteht auch heutzutage NFTs. Das merke ich ganz deutlich. Wer sich in der Szene dort bewegt, der versteht, warum man vielleicht also besondere virtuelle Gegenstände sammelt, der kommt oft aus dem Gaming, weil man in World of Warcraft beispielsweise schon sein besonders tolles Schwert dann eben sich erspielt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Gaming ist so der eine Bereich, bei dem man das Ganze nicht aus den Augen lassen sollte. Und virtuelle Galerien, Ausstellungen, das ist so der andere Bereich, mit dem ich mich auseinandersetze. Ja, und also hinzufügen kann ich noch auch das, was ich so in meinem Tagesgeschäft mehr oder weniger mache. Wir versuchen auch einfach, uns mit neuen Themen, Methoden und Trends auseinanderzusetzen. Also meine Schwerpunkte sind Extended Reality, Games, künstliche Intelligenz, Design Futures Thinking neben dem Metaverse. Und da ist es einfach so, wir versuchen das alles im Blick zu behalten und dann auch zu überlegen, wie kann man das in der Schule relativ einfach anwenden, wie können wir da unterstützen. Was für Vorschläge können wir machen? Und wir bemühen uns auch, beziehungsweise ich bemühe mich und lege sehr großen Wert darauf, dass alles, was aus meiner Feder kommt, auch eine bestimmte Terminologie mit sich bringt. Also ich rede einfach nicht mehr von Schülern, nicht nur, weil ich vielleicht nicht gendern will, sondern ich finde einfach, Lernende hört sich viel positiver an und viel weniger hierarchisch. Und das ist auch was, wo wir einfach versuchen, ein kleines bisschen positiven Einfluss zu nehmen. Und zusätzlich haben wir auch Projekte im Gaming-Bereich. Also wir haben das Projekt Blockelot, wo wir ganz einfach, ohne diese Hürde der Technik bestehen zu lassen, für Lehrkräfte ein Dashboard zur Verfügung stellen, wo man Lernwelten, virtuelle Welten erstellen kann, die dann die Schüler bauen können. So meint das ist wie Minecraft ja inzwischen. Ist ja relativ variabel. Man kann total viel machen im Game-Based Learning-Bereich, weil man einfach diese Möglichkeit hat, eine Spielewelt, eine Game Engine zu verwenden und die für sich zu entdecken. Man kann eine schöne Story drumherum bauen, damit sich die Jugendlichen auch da reindenken können und tatsächlich in dieser Welt agieren. Und wir bemühen uns da stark aktuell, die pädagogischen Unterstützungsangebote aufzubauen. Das heißt, wir haben Fortbildungen, wir haben Materialien, wir haben jetzt auch einen Basiskurs Medienbildung vor einer Weile rausgebracht, wo es um Mindtest geht. Also Mindtest als Methode, um das Ganze noch zu vertiefen, aber es ist auch einfach Medienbildung mit drin. Und wir haben auch seit Februar ein Erasmus-Plus-Projekt, bei dem es um Nachhaltigkeit, Sprachen, Europa und virtuelle Welten geht. Und da haben wir Mindtest eingebracht als ein Bestandteil. Wenn man sich über diese Fortbildungen oder Projekte informieren möchte, kann man die einfach buchen, wenn man jetzt zum Beispiel Lehrkraft ist oder Schülerinnen und Schüler. Wie läuft das ab?
Also die Blockalot-Fortbildungen, die sind als Kalender eingepflegt auf blockalot.de und die kann man dann einfach buchen. Das ist nicht begrenzt auf die Blockalot-User, das heißt, man kann sich auch so anmelden, ohne dass man ein Konto hat bei Blockalot. Und wir bieten dann auch noch über unsere Abteilung 1 eine Basisschulung Game-Based Learning an, wo es dann eher um so Hintergründe geht, was ist Game-Based Learning. Was ist es nicht auch und wie kann man es umsetzen? Das ist buchbar für Lehrkräfte aus Baden-Württemberg. Alles, was Blockalot betrifft, ist aktuell verfügbar für alle, die Interesse haben und aus dem Bildungsbereich kommen. Ja, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage an euch. Und zwar ist es ja so, dass Deutschland leider, was viele Themen angeht, ein bisschen hinterher ist. Wir haben es auch gerade angeteasert gehabt, dass es im Bildungsbereich so ein bisschen ist. Leider auch in der Gaming-Branche. Und wie du ja, Fabian, gesagt hast, du denkst, dass das Metaverse auch sehr sich aus der Gaming-Branche entwickeln wird, beziehungsweise auch einfach sehr viele Komponenten davon übernommen werden. Was glaubt ihr, werden wir es schaffen, unseren Beitrag dazu zu leisten? Werden wir den Anschluss verlieren? Wie seht ihr die Zukunft dafür Deutschland oder die EU? Gaming ist bei uns unterrepräsentiert, sage ich es einfach mal so. Es hat seinen Weg noch nicht in den Alltag der Menschen gefunden und wird viel zu oft noch in die Ecke gestellt, dass es eine Randerscheinung ist. Also das ist so der Punkt, der mich so ein bisschen stört. Und wir haben in der Gesellschaft, haben wir uns auf Dinge festgelegt, die mit denen man ganz genau sagen kann, das ist jetzt gute Literatur, das ist jetzt schlechte Literatur oder aber sowas fehlt fürs Gaming ganz deutlich. Und das ist was, solange wir es nicht schaffen, das Gaming aus so dieser Schmuddelecke, in die es oft gestellt wird, herauszuholen, werden wir immer hinterher hinken. Und das schaffen wir nur dann, indem sich mehrere Menschen oder mehr Menschen damit auseinandersetzen. Und da fehlt dann oft wiederum die Zeit oder die Zugangsmöglichkeiten. Also lebt es immer wieder, wenn man mit Lehrkräften dann drüber spricht und wie könnte man sich davon, ja, woher soll ich die Zeit nehmen? Wie komme ich denn da rein? Also was wir brauchen, also du hast, deine Frage war ein bisschen anders, ich komme jetzt wieder von der fordernden Seite, was wir bräuchten, wäre eine flächendeckende Versorgung, zuerst mal in Baden-Württemberg und dann deutschlandweit wäre eine flächendeckende Versorgung mit Computerspielschulen, wie sie es natürlich jetzt auch in Stuttgart gibt. Oder auch in Karlsruhe und in Karlsruhe dann im SMZ bald noch eine neue eröffnet wird. Sowas bräuchte man. Flächendeckende medienpädagogische Einrichtungen, Gaming Schools, Computerspielschulen, Coding Schulen, wo das Ganze dann nochmal nahegebracht wird. Weil ich sage mal, der durchschnittliche Lernbegleiter, die durchschnittliche Lernbegleiterin, die können sich dieses komplett, für viele komplett neue fremde Feld nicht selbst erarbeiten. Solange da keine Unterstützungsleistung flächendeckend da ist, die dann wiederum auch angenommen wird, wird es schwer. Und dann nur so eine Randbemerkung noch, dann übergebe ich nochmal an die Steffi. Wir merken halt auch echt, dass also diese Standardangebote, die man früher hatte, wie gehe ich mit dem Tablet um, die werden gebucht. Ja? Da kannst du die Leute überbuchen in diesen Kursen. Aber wenn es dann mal ins Eingemachte geht, so Game-Based Learning sinnvoll einsetzen, Problemlösefähigkeit schulen mit Mindtest, da hast du echt Mühe, Leute zu finden, weil da die Hürden, weiß nicht, obwohl die Hürden gar nicht so oft da sind, weil technisch ist es keine große Hürde, aber fehlt dann oft der Einstieg oder der Reiz oder dass man sagt, nee, mit Gaming weiß ich nicht, aber ich habe da noch keine durchschlagende Idee, wie man das Ganze ranbringt, außer dauerhaft positiv auch drüber zu sprechen, die positiven Beispiele herauszuheben, Leuten dann auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, schlechte Spiele zu erkennen. Also das ist gerade so der Punkt, der für uns auch, weiß nicht, Nino, da triffst du ja wahrscheinlich auch drauf, Leuten oder sagen wir mal jetzt einfach ganz konkret, Eltern Möglichkeiten an die Hand zu geben, mit ihren Kindern über Spiele zu sprechen und vielleicht auch zu erkennen, was ist ein positiveres Spiel und was ist auch einfach ein Spiel, das man besser bleiben lassen sollte. Ich würde dazu vielleicht noch hinzufügen, dass gerade das, was ich vorhin erwähnt hatte, dass sich das System der Bildung auch verändern muss, dass es dazu auch gehört. Also wenn zukunftsorientiertes Lernen sich etablieren würde, würde das auch bedeuten, die Lehrerausbildung würde sich verändern, die Anforderungen an Lehrkräfte, sich fortzubilden und um sich mit ihrer Zielgruppe vielleicht ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, als nur vom Fachlichen aus gesehen. Das würde schon sehr stark helfen.
Ich glaube, es gibt noch andere Dinge, die Deutschland allgemein auch ein bisschen unabhängig vom Gaming durchaus beitragen könnte, wenn wir den Bürgern eine bessere Teilhabe ermöglichen würden, also gesellschaftlich, wenn Dinge wie Datenschutz als Gelingensbedingung gesehen würden und nicht als Verhinderungsgrund, weil wir können es entweder tatsächlich als Verhinderungsgrund sehen und dann gestalten halt andere die Zukunft und wir können dann nur schlucken und es akzeptieren oder uns aufregen. Aber im Prinzip, das gesamtgesellschaftlich, würde ich jetzt mal behaupten, wir müssen halt unsere komplette Haltung ändern und bereit sein, Misserfolge zu riskieren, aus Fehlern zu lernen und nicht erst zu versuchen, 100% sicher zu sein, dass das, was wir in Zukunft machen, 100% richtig ist, sondern wie bei einem guten Spiel. Also beim Spielen ist es ja auch so, dass man aus Fehlern lernen darf und daran wächst. Und ich glaube, das sollte die Gesellschaft dann halt vielleicht machen. Und da kommt dann wieder tatsächlich das Gaming auch rein. Gäbe es eine bessere Wahrnehmung, eine positivere Wahrnehmung von Gaming, dann würde man auch sehen, was für Potenziale da drin liegen. Und zusätzlich würde man dann, ich meine, das Deutschland hat ja nicht nur negative Seiten. In Deutschland lernt man zum Beispiel als einen von den wenigen Ländern wahrscheinlich in der Regel auf jeden Fall zwei Fremdsprachen. Und das ist was, das haben wir vielen Ländern tatsächlich voraus. Und das sind auch Dinge, die könnten wir durchaus mit einbringen in das Metaverse, weil das wird davon auch mitgeformt und das hat dann wieder auf die Zukunft eine positive Auswirkung. Das heißt, da müsste man einfach vielleicht die Haltung dann doch ein bisschen ändern. Ja, cool. Das waren jetzt auch sehr viele verschiedene Teilaspekte, die wir angesprochen haben. Ich werde probieren, in den Shownotes so viel wie möglich zu verlinken, dass man sich das auch nochmal durchlesen kann. Vielleicht auch gerade nochmal so Sachen wie NFTs und Blockchain. Genau, ansonsten kann man auch bei Stefanis Blog nochmal sehr interessante Artikel dazu durchlesen. Den werde ich auch verlinken, petitprof79.eu. Genau, ansonsten vielen Dank für eure Zeit und dass ihr mit mir über das Thema geredet habt. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Nur noch eine Literaturempfehlung, die packst du aber auch in die Shownotes, weil ich es gerade jetzt erhalten habe. Von Matthew Ball kam gerade sein Buch raus, die Metaverse. Es gibt unendlich viele Bücher zum Thema Metaverse. Meiner Ansicht nach ist er der Einzige, der ein Buch geschrieben hat, das man tatsächlich als, wenn man mal als wirklich jetzt also das Referenzwerk zum Bereich Metaverse in diese Richtung lesen sollte. Matthew Ball, die Metaverse. Ich Werde ich würde sehr da gerne machen. tatsächlich noch eine Empfehlung dazu hängen. Und zwar, es gibt ein Buch, das ist auch erst vor kurzem rausgekommen, das heißt Reality Plus von David Chalmers, der tatsächlich hinterfragt, was ist denn nun real? Und klar macht, dass eben auch das, was im virtuellen Raum passiert, sehr real sein kann. Und ich fand das sehr interessant, gerade im Kontext vom Metaverse und dieser starken Kritik, die man mir gegenüber auch häufig schon geäußert hat. Ich würde mich ja in virtuellen Welten aufhalten und die Realität verlieren. Das ist totaler Quatsch. Also das ist alles real, das ist eine Einstellungssache. Und das Buch zeigt das relativ gut. Und aller guten Dinge sind drei. Wenn man sich natürlich im Metaverse beschäftigt, und ich kann es echt nur empfehlen, jetzt nochmal für die Sommerferien, auch für die anstehenden Snow Crash von Neal Stephenson, wo angeblich das Metaverse zum ersten Mal so aufgetaucht ist aus den 90ern. Grandioses Cyberpunk-Buch, sehr gut zu lesen. Cool. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir noch Buchempfehlungen oder Literaturempfehlungen am Ende mitgeben. Aber Wir vielen sind Dank dafür. Lehrer. Ja, das ist immer so bei Lehrkräften. Super. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und ich bin gespannt, wie sich das Thema dann in der Zukunft weiterentwickeln wird. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.